Blub, blub, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Ja, wir haben gerade eine Mission geschafft. Nämlich die Mission, die Operation Frostiger Herrscher. Irgendwie ein cooler Name. Wir haben 3 Verwundete leider, weil der Pain durchgedreht ist und einfach Viridian angegriffen hat und er dann zurück angegriffen hat. Voll gut. Eduklis hat ein bisschen gebrannt. Es tut mir leid, Eduklis, aber das war nicht zu verhindern. Ich hätte dich vielleicht heilen können, aber im Endeffekt hat die Blendgranate uns ja gerettet. Also war das gut. Oh, ich liebe diese Szenen, die sind genial. Das macht das Ganze so viel stimmiger hier, das. Und das sieht so cool aus, einfach. Wow. Ja, oh. Ups. Alle schwer verwundet. Oh, ihr Versager. Guck mal, hier nur die Mädels hier, die halten durch. Die Kerle, die können gar nichts. Die haben wieder nur ihre Rivalitäten untereinander ausgemacht. Die Mädels, die rocken. Die rocken die Bude. Okay, Viridian, du hast dir trotzdem eine Beförderung verdient. Du kannst entweder Schattenschritt oder Schattenangriff lernen. Schattenangriff, erhalte plus 25 zusätzliche Sicherheit, solange du Zielsicherheit, solange du verborgen bist. Und 25 kritische Trefferschuss bei Angriffen auf Feinde, wow. Oder Schattenschritt, dieser Soldat löst weder Feuerschutz noch Reflexschüsse aus. Ja. Ja, ganz einfach nur ja. Ich würde das gerne angucken, aber ich darf nicht, aber das darf ich angucken. Schattenangriff-Kombi, Schattenangriff-Boni kommt zur Anwendung, wenn der Ranger in einer Mission wieder in die Verborgenheit geht. Ach so, wieder in die Verborgenheit. Aha. Okay. Na dann, aber ich nehme den Schattenschritt, Leute. Ich nehme auf eindeutig den Schattenschritt. Weil das passt gut zum Klingenmeister. Den wir auch öfter mal nutzen sollten bei ihm, aber naja. Etokles ist aufgestiegen. Er kann haben Sprengschuss. Schieße einen Kugelhagel auf die Deckung deines Ziels, um sie stark zu beschädigen oder zu zerstören. Fügt dem Ziel selbst keinen Schaden zu. Aber wir wissen ja von den Granaten, wie wichtig es sein kann, Deckung zu zerstören. Unterstützungsfeuer. Schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält und einen Reflexschuss ermöglicht, wenn es sich rührt. Die Zielsicherheit des Gegners ändert sich um minus 50. Wow. Aber wir nehmen den Sprengschuss, weil ich will hier bei ihm bei Sprengstoffexperte bleiben. Aber das wird gut für unsere anderen Heavys. Oder einen unserer anderen Heavys zumindest. Richtig gut. Miss Glasali. Heftiger Schuss. Gib einen Schuss mit leicht verminderter Zielsicherheit ab, der aber deutlich mehr Schaden verursacht. Den kennen wir ja schon. Und blitzschnelle Hände. Feuere deine Pistole auf ein Ziel. Dieser Angriff kostet keine Aktion. Und er geht nur alle 3 Runden. Aber, ich bin geneigt, mit ihr den zu nehmen. Wir haben ja schon scharfes und heftiger Schuss. Ich glaube sogar, es war der Pain. Bin mir gar nicht sicher. Ne, der Pain hat auch Feuer erwidern. Aber mit ihr hätte ich gern blitzschnelle Hände. Vielleicht kriegt der Pain Feuer wieder einen unheftiger Schuss. Mal gucken, aber ich will erstmal blitzschnelle Hände haben. Die ist blitzschnell wie eine Katze. Ah. Oh, wir haben einen neuen Spitznamen. Der Etokles heißt jetzt Devil Dog. Ich hoffe, das willst du so behalten. Ansonsten kann ich es ja nochmal ändern, aber finde ich cool. Und Viridian heißt Zulu. Oh, du trittst in die Fußstapfen von unserem Zulu. Unserem Scharfschützen. Das ist interessant. Vielleicht bist du ja sein Sohn. Und wirklich geil. Melly Glasali. Spitzname Calamity. Finde ich super geil. Okay, der Pain kann noch befördert werden. Können wir dem Pain den heftigen Schuss geben oder lieber bis schnell Hände? Das ist halt die Frage. Der heftige Schuss ist halt auch gut, ne? Mit mehr Schaden, aber verminderte Zielsicherheit. Aber da bin ich ehrlich für blitzschnelle Hände. Ein extra Schuss die Runde ist definitives DPS. Eine Lehre im Kern, ein fortschrittliches Ziel, Laservisier haben wir bekommen. Advent Macfrag, der war ja zum Glück kein Problem. Betäubungslanzen, Trägerleiche, Sektuinleiche, 4 Sektuinleichen, boah, 4 Stück und ein Advent-Soldatenleiche. Ja, ein fortschrittlicher Soldat. Ja, Operation Frostiger Herrscher in Westamerika. Die Belohnungen Dr. Lisbeth Mulder, Wissenschaftlerin. Okay. Ausgezeichnete Arbeit, Commander, Bemühungen zur Sicherung der abgefangenen Advent-Logistikberichte haben den jüngsten Entwicklungen der Aliens bei ihrem Projekt sich einen schweren Schlag verletzt. Wir hoffen, dass düstere Ereignis verhindert. Schnelleinsatz. Das ist sehr gut, das wollten wir unbedingt verhindern. Sergeant Viri Zulodian, reduzierter Wille. Na toll. Dreck. Dreck. Etokles, reduzierter Wille. Ja, moin! Wir alle reduzierten Willen haben. Forschungstempo um 17% erhöht. Das ist sehr gut. Alter Verwalter, das kann ja wohl nicht sein, nur weil ihr durchdreht und eure männlichen Streitigkeiten austragen müsst. Wir wissen immer noch nicht, was da drin ist. Ja, ich tippe ja auf Mensch. Diese saftigen, geilen Advent Burger, das kann doch nur Mensch sein. Ich sollte übrigens mal einen Speicherstand machen für euch, Leute. Einfach mal einen schönen neuen Speicher. So. Okay.
Wir haben 3 verwundete Soldaten. Ja, wen nur? Leider gehört einer unserer Scharfschützen dazu. Das ist aber nicht so schlimm, weil Melly ist einsatzbereit. Haben wir irgendwas, was wir kaufen wollen? Wir können, glaube ich, gar nichts kaufen, oder? Die Blindgranate ist eindeutig sehr, sehr gut. Wir haben keine Waffen. Ein Imitationsgerät wäre natürlich auch was, oder brauchen wir wieder Gesichtsrohre? Die Anwesenheit des Kommandos hat die Moral des Widerstands und der Mannschaft gestärkt. So zufrieden habe ich Bradford noch nie gesehen. Obwohl er und der Commander den Sprecher schon vor dem Krieg kannten und ihm vertrauen, will ich noch kein Urteil abgeben. Der Widerstand ist auf unsere Hilfe genauso angewiesen wie wir auf seine. Fräulein Shen, Kato, hast uns gerade gespoilert, wie der Sprecher heißt? Das wäre ja cool. Wir können mal in die Guerilla-Taktik-Schule gucken. Ah, guck mal, da wird gerade wieder ausgebildet. Janet Ray wird zum Ranger ausgebildet und redet gerade mit ihrem Ausbilder wahrscheinlich. Finde ich cool. Ich finde es cool, dass man das sieht, wenn da jemand ausgebildet wird und sowas. Genauso in der Kommunikationszentrale. Mit Widerstandskontakte. Okay, da können wir nur die Kontakte erhöhen. Wir haben nicht so viele Dings. Arbeitet hier jemand? Ja, sie arbeitet an der Guerilla und macht es effizienter. Sehr gut. Plus 5 sogar. Das ist sehr schön. Das ist in 2 Tagen der Fall. Ich denke mal, wir warten darauf. Gibt es sonst noch irgendwas im... Oh, die Magnetwaffen. Darauf freue ich mich auch. Leute, endlich mehr Schaden. Oh, das wird angenehm, hoffentlich. Massengrab. Commander, nach unserem jüngsten Erfolg haben uns Mitglieder des Widerstands in Ostamerika Berichte über Aktivitäten geliefert, die wir untersuchen sollten. Alien-Legierung. Alien-Legierung wären gut. Die kann man immer brauchen. Wir sind gerade im Widerstands-HQ. Ach so, und hier können wir jetzt schneller heilen. Ah, das sind diese Scan-Sachen. Also wenn wir hier scannen, können wir jetzt unsere Soldaten schneller wieder fit bekommen. Das ist cool. Würde ich sogar machen, wenn sie von ihrem geschwächten Zustand wieder zurückkommen würden. So dumm, ey. Wir müssen echt aufpassen, dass wir die nicht so oft mitnehmen. Wir hören sie. Oder nur in erfolgreichen Missionen. Biglo Confido Commander, wir werden ihre Widerstandsbotschaft überall in Neu-Mexiko und darüber hinaus verbreiten. 117 extra Vorräte, sehr gut. Kriegen wir noch einen... Ne, kriegen wir nicht, okay. Wir können Rekruten holen, da wäre ich eigentlich dafür, weil ihr dabei sein könnt, aber ich will auch den Kontakt hier herstellen. Wir machen erst das, denn ich will in die Richtung gehen und wir brauchen Europa. Wir brauchen unbedingt Europa. Mehr Vorräte. Ah, 60 Infos, natürlich übel. Obwohl hier ein Funkrelais direkt dran hängt. Hier ist ein Funkrelais da. Hier ist auch eins da. Wir haben jetzt überall Funkrelais gebaut und trotzdem reicht das nicht, um die Infos unten zu halten. Wir haben 80 Infos, das würde alle unsere Infos kosten, aber ja, das werden wir tun. Wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Dann brauchen wir Techniker, Leute. Dann bringen wir Techniker ran. Okay, räumen wir mal die... Was ist das? Der Schwarzmarkt hat wahrscheinlich ein neues, ja. Okay, Alien-Einrichtung. Und die kennen wir und müssen wir auch jetzt bald angreifen. Als allernächstes werde ich da rangehen, Leute. Wir brauchen das. Alien-Trümmer weggeräumt. Der neue Raum ist für den Bau einer Einrichtung verfügbar. Jetzt verfügbar Hans-Peter und Sahara Kebbe. Beute 83 Vorräte. Wir sehen uns drauf an. Was können wir machen? Testbereich bauen wir doch schon, oder? Ach nee, wir bauen den noch gar nicht. Ist vielleicht sogar ganz gut. Ich habe nämlich gehört, das soll übel ausgehen. Nee, ich will erst das Energierelais bauen. Ihr geht direkt da dran und macht hier weiter. Diese Spule liefert uns zusätzliche Energie für die Avenger-Systeme. Aber wir müssen eine Abschirmung hinzufügen, um die Crew zu schützen. Plus 50%. Ja, bitte Freiräume beginnen. 15 Tage, ich hab's befürchtet, dass es so lange dauert. Kann ich dich abziehen? Wir haben... Nee, wir brauchen zu viel Energie. Nee, brauchen wir nicht. Du wirst abgezogen und du hilfst mit der Freiräumung, denn das hier muss schnell gehen. Das muss schnell gehen, Mädchen. Ja, sehr gut. Dadurch reduziert sich die Zeit. Um nochmal 33%, okay. 10 Tage, wunderbar. Minimum anscheinend 10 Tage. Magnetwaffen, sehr gut. Die will ich haben. Wir haben noch düstere Ereignisse und zwar der Alien Code ist gerade dran. Das will ich auf jeden Fall verhindern. Eher noch als das da. 50% Vorräte, okay. Aber ich will das verhindern, wenn es nicht, wenn es irgendwie geht, will ich das verhindern. Und leider ist gerade der Code aktiv, deshalb, deshalb müssen wir 100% mehr zahlen. Ha, seht ihr? Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich. Komm. Endlich. Die magnetischen Waffen ähneln den alten Railgun-Projekten und feuern Projektile mit extremer Geschwindigkeit ab.
Nett. Sie sieht so ein bisschen aus wie eine Maus, oder? Ihr Gesicht ist so ein bisschen mäusisch. Finde ich ein bisschen strange. Magnetwaffen. Codename Orsted. Sie sieht trotzdem hübsch aus, aber ja, von Namen irgendwie ein bisschen komisch. Codename Orsted. Magnetgewehr zur Fertigung verfügbar. Splitterkanonen zur Fertigung verfügbar. Magnetpistole zur Fertigung verfügbar. Neue Forschung verfügbar. Gauss-Waffen. Da sehen wir endlich die... Die Gauss-Gewehrtechnologie genauer untersuchen konnten, mit der Advent die Truppen ausrüstet, bin ich ziemlich sicher, dass wir ein ähnlich effektives Magnetwaffensystem entwickeln können. Die naheliegende Frage, warum wir nicht einfach die Advent-Waffen selbst verwenden, wurde von Widerstandstruppen auf dem Schlachtfeld schon früh gestellt. Vor einigen Jahren haben die Aliens begonnen, eine Art Gen-Verifizierungscode in ihre Waffen zu bauen, der bewirkt, dass sie von keiner Spezies mehr eingesetzt werden können, deren DNA nicht vorher kodiert wurde. Fucking hell, die verhindern, dass wir ihre Waffen nutzen. Oh Mann. Leider setzt das System auch tödliche Gewalt gegen arglose, nicht autorisierte Benutzer ein, eine Tatsache, die wir bei den Widerstandszellen, mit denen wir in Kontakt stehen, möglichst schnell publik machen sollten. Was unsere eigene Variante der Technologie anbelangt, haben Dr. Shen und ich Teile der auf dem Schlachtfeld geborgenen Alien-Waffe genommen und ihre Schlüsselelemente für die Entwicklung eines zuverlässigen Prototyps verwendet. Wir können gefahrlos mit der Reproduktion des Systems beginnen, sobald die benötigten Materialien verfügbar sind. Magnetpistole. Diese Pistole basiert auf den von uns erzielten Fortschritten im Bereich der Magnetwaffentechnologie und bietet deutlich mehr Durchschlagskraft als unsere konventionelle Pistole. Splitterkanone. Ich will keine... Schrotflinten sind doof. Mit Hilfe von Magnetwaffentechnologie können wir Alien-Legierungsfragmente zu einem Streugeschoss synthetisieren, das unsere Ranger mit dramatischer Wirkung einsetzen können. Je kürzer die Entfernung, desto größer die Wirkung. Magnetgewehr. Mit Hilfe der Magnetgeschosstechnik können wir gewehrartige Schusswaffen bauen. Sie stellen hinsichtlich ihrer Feuerkraft eine deutliche Verbesserung gegenüber konventionellen Sturmgewehren dar und ich denke, der Sniper wird die Gauss-Waffe sein. Aber das fehlt noch. Gauss-Waffen. Oh yeah, das ist ein Sniper. Geil. Dank unserer Kenntnisse der grundlegenden Advent-Waffentechnologien können wir nun spezialisierte Waffensysteme entwickeln, die die Alien-Technologie nutzen, um ihren Energievorrat und Verbrauch sowie die Flugbahntreue und Penetrationswirkung auf große Entfernung zu verbessern. Auf Basis unserer neu erlernten Magnetwaffentechnologie können wir vielleicht ein Präzisionsgewehr sowie eine Kanonenvariante entwickeln. Aber, okay, die Psionik braucht noch 9 Tage. Ich wäre eigentlich dafür, die Psionik zu erforschen, Leute, vorher. Ich kann mir vorstellen, dass die echt gut werden kann. Bevor ich das mache... Innerhalb trotzdem verlassen. In den Räumlichkeiten der Avenger fehlt mir der Platz, um einige unserer theoretischen Experimente durchzuführen. Vielleicht bei der nächsten Landung. Guck mal, wir sind gelandet, aber... Okay. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Ja, ich will gucken... Was kostet es mich? Boah, ich hatte es befürchtet, richtig viel. Aber wir werden auf jeden Fall... Wow, das kostet noch mehr. Typisch, weil man das mehr braucht. Ja, auf jeden Fall das Magnetgewehr. Das brauchen wir. Auf jeden Fall, ihr habt ja schon gelesen, was da steht. Die Pistole will ich auch noch haben. Die ist keine hohe Priorität bei mir. Stellt keine hohe Priorität dar. Sehr gut, wir haben immerhin schon mal bessere Gewehre. Und jetzt können wir auch forschen. Ich habe ja gesehen jetzt, dass es sehr viel kostet. Da ich nicht weiß, wie viel mir... Bessere Sprengsätze wären natürlich auch gut, ne? Ah, Leute, ich will alles haben. Das ist so kacke. Ich will alles haben. Central Officer Bradford persönlich bestätigte Aussagen, dass die massive Fronteinheit, die wir als Muton kennen, einst sogar noch größer war als das Exemplar, das heute vor mir liegt. Die Kreatur ist ungewöhnlich warm für eine Leiche. Und ich muss zugeben, dass mich dies ziemlich beunruhigt. Okay. Du solltest dich vielleicht auch erstmal aus dem Anzug rauspulen, bevor du anfängst dran rumzuschnippeln. Also, vielleicht hält der die auch nur warm. Ist gut im Energiekonservieren oder so, also im Wärmeenergiespeichern. Okay. Ja, das war's dann so viel. Die Ranger-Ausbildung ist bald abgeschlossen. Ja, okay. Wir gucken jetzt auf jeden Fall noch, dass wir die Leute hier bekommen. Oh Gott, hoffentlich kriegen wir den Kontakt noch. Vor dem nächsten Monat. Vor dem nächsten Bericht. Janet Ray, ist ein Ranger. Yay, hat ein Schwert überlernt. Sehr gut. Ja, können wir mal anzeigen. Haben wir noch jemanden, den ich vergeben kann? Kenne ich noch ein paar Leute? Ich kenne bestimmt noch Leute. Ich vergesse es nur gerade voll. Warum eigentlich nicht? Dich weiß ich, wie wir nennen. Du wirst... Ich weiß nicht, ob sie schaut, ob sie jemals irgendwas bei mir geschaut hat, aber fällt mir gerade so ein. Wo kann man das nochmal machen? Da Charakterinfo.
Oder nehmen wir jemand anderen? Ach, ich bin mir nicht so sicher, Leute. Ich habe so keinen Plan. Wer schaut denn noch alles bei mir? Ich weiß es nicht mehr. Also, es sind so viele. Aber ich habe halt nur relativ zu wenigen Kontakt, weil wenige schreiben Kommentare. Ich möchte auf jeden Fall dazu anhalten, wenn ihr Kommentare schreibt, dann habe ich euch auch eher im Gedächtnis. Es tut mir leid. Weil mir sie direkt eingefallen ist, Koho Hiba. Also eine Zuschauerin vom John. Ist mir gerade aus irgendeinem Grunde eingefallen und deswegen nehmen wir sie jetzt einfach. Du bist jetzt Koho Hiba Ray. Finde ich cool. Rasierter Vorhawk. Okay. Ja, kannst du haben. Ist mir egal. Sonst irgendwas? Ja, passt schon. Kannst du Waffenverbesserungen haben? Will ich aber noch nicht, dass du eine bekommst. Okay. In der Ehrenwand nochmal kurz reingucken. So viele Soldaten schon gefallen. Ey, 5 Leute schon gestorben. Wow. 2 Rekruten nur. Nadinchen war Corporal. Jane Kelly hätte ich am liebsten nicht verloren, weil sie von Anfang an dabei war. Und Corporal Torochan. Schimmernder Adler, versagender Ärger, fliegender Vulkan und die beiden Gatecrusher. Gut, die beiden sind ja klar, die beiden Rekruten. Die hat man immer, wenn man Tutorial spielt. Aber wenn man das Tutorial nicht spielt, kriegt man eine Mission. Das ist sehr interessant. Falls wir hier versagen sollten, was ich sehr stark annehme, dann werden wir das nächste Mal nicht Tutorial spielen, sondern machen dann diese Mission. Wird sicher auch interessant. Dann verlieren wir nämlich eventuell mal gar keinen. So, aber jetzt erstmal, wir können noch jemanden ausbilden. Wir haben keinen Soldaten mehr offen. Okay, das heißt, wir können keinen ausbilden. Jo, dann. Wir brauchen Energie, wir brauchen mehr Kommunikation, wir brauchen Techniker. Der Widerstand meldet Informationen über eine Advent-Nachschublinie. Wir sollten ihre Transporter abfangen. Ist nur noch ein Tag, Leute. Kann ich nicht einen Tag warten? Ach, ist egal, komm. Advent, ja, bla bla bla. Transportiert äußerst wertvolle Alien-Technologie durch Westamerika. Wenn wir schnell zuschlagen, können wir die Alien-Technologie für unsere Zwecke verwenden. Das werden wir natürlich tun. Rebellischer Berg. Das klingt nicht so angenehm. Das hier war mal wieder eine sehr forschungslastige Episode. Ich weiß, es tut mir leid. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder einen Kampf, wie ihr sehen könnt. Okay, und... Oh, sie haben alle Gaussgewehre, wie geil! Leider das hier noch nicht. Das hier wird wahrscheinlich auch nochmal eine Extra-Forschung benötigen, genauso wie die Scharfschützengewehre, aber das ist gut. Und sie haben die automatische Waffenverbesserung mit drauf, das ist super. Ich wäre sogar dafür, dass du mal mitkommst. Aber ne, ich will erst unseren Sergeant haben. Dann... Ah, oh, Sergeant Chan, ja, du kommst auch mit. Du eigentlich auch, das finde ich super, ihr beiden. Du könntest auch mal wieder mitkommen, ja? Das ist okay. Okay, wir können... Ich will eigentlich Ausrüstungsgegenstände freigeben. So, wer kommt noch mit? Iridian ist leider... Wir haben einen neuen Ranger. Vielleicht sollten wir Koho Hiba direkt mitnehmen. Finde ich eigentlich gut. Koho Hiba kommt mit. Allerdings... Ich weiß auch nicht, warum sie schwarz ist. In Realität ist sie wahrscheinlich nicht unbedingt schwarz, aber ist ja egal. Du bekommst eine neue Ausrüstung. Und zwar ein Magnetgewehr, bitte. Als Primärwaffe. Sehr gut. Und eine Pulsklinge hast du. Wow. Sehr cool. Ausrüstungsgegenstände für dich. Ein Imitationsgerät wäre eigentlich sogar gut bei dir, oder? Ich muss mal überlegen. Bei wem wäre ein Imitationsgerät am besten? Eigentlich schon. Eigentlich schon, Leute. Wisst ihr was, Leute? Ich gucke hier nochmal über die Truppen. Dann fliegen wir zum Einsatz und ich treffe euch dann im Einsatz wieder. Das ist doch ein Wort, oder? Oh Gott, Schwierigkeit schwer, wir werden so sterben. Oh Leute, ich hoffe, ihr seid dann mit von der Partie, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Teil 2. Bis dann, Leute. Tschüss.